feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Bist du eher zu Donovan oder muss alles planen? Ich war beides. Mal so, mal so. Ultra spontan sehen. Ich hab diese Sache aber auch wieder geplant. Voll die nach Mut und Motivation. Ich hab halt nie über das geredet, mit dem man nur aus den Nächsten vorgestellt. Nein. Weil ich hab gesagt, ich hab 10 Jahre lang mit ihnen nichts zu tun gehabt. Irgendwie damals keine 17 war. Und ich bin dort halt einfach so gesehen, interessiert mich nicht, wählen, interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Darum habe ich nie mit ihr über das Thema geschwätzt. Ich hätte auch nicht den Mut gehabt, mit ihr darüber zu schwätzen, aber ich muss das ansprechen. Und dann ist sie nachher heimgekommen und sie hat noch keinen Kontakt mit haben. Jetzt kann sie halt quasi fast nicht mehr schwätzen. Darum ist halt schwierig. Keine Meinung zu Hamas. Keine Meinung. Ich weiß immer, was Hamas sind. Sind da nicht irgendwie. Ich meine, das ist nicht falsch, was ich sage. Sind so politisch. Da vorne keine Ahnung, sage ich ehrlich. Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ich spüre, dass sie im heimischen Wohl so lange nicht gut sind. Ich habe doch meine Schwester. Und meine Schwester ist so immer besuchen gegangen. Und meine Schwester ist dann auch damals mit 15 nicht zum Bruder gekommen. Und er hat quasi auf sie aufgepasst. Oder sie hat halt quasi wie ihm gewohnt. Weil sie obviously noch nicht immer volljährig ist. Ja. Von dort her kann ich halt wissen, dass sie heimisch. Und dann habe ich dann irgendwann mal meiner Schwester gesagt, hey, ich will gerne mal mitkommen. Das sind die meisten für die Mutti erlebt hast gesehen. Meine beste Ferien war, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so ab für die Ferien gewesen. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. It takes the power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. Die Felix Lecture mit meiner Kollegin, die wir auf Mallorca sind. Ist cool gewesen. I swear to God they all let me down. Ja. I always fought just to wear the crown. Du bist nie hässlich auf deine Süße, dass sie nicht dürfen, dort über den Tunnel. Nein, weil im Endeffekt kann ja, hätte ich meine Schwester dann nicht aussuchen können. Ich hätte sie reagiert, als sie das erste Mal gesehen hat. Also meine Lebensmutter meint jetzt, wenn ich sie irgendwie besuche. Also sie hat sich definitiv gefreut. Ja. Aber sie hätte sich ja wie nicht können so ausdrücken, weil sie nicht mehr schwätzen kann. Sondern mehr einfach so laut, so was vergessen zu sagen. Hallo Cute, hallo, was geht? Hier steht noch oben. Hat ich denn niemand? Meine Lebensmutter ist 58. Sie ist 30 Jahre älter. Also. Hello again, Sunshine. Hello Dario, was geht? Back on track. Bist viel in St. Gallen? Ich wohne in St. Gallen. Also obviously bin ich viel in St. Gallen. Ich will los, auf den Moment die Ferien bist du weg. Muss ich mich fast mitnehmen. Mit Mami, also mit Flegmann und Doktor. Anwesend im Schatten bin ich ja. Das ist super, anwesend. Jetzt gibt's Gäste. Oh, ich wollte es, dass ich noch nicht machen. Also, die haben schon.
alle. Also ich habe ihr immer noch nicht ganz verzeiht. Ich habe ihr schon sehr viel verzeiht oder vergeben. Und wichtig zu verstehen ist eigentlich, vergeht das du ja eigentlich für dich selber, nicht einmal für den Mensch. Aber also da ist sicher definitiv viel Wut umeinander gesehen. Mit der leiblichen Mutter gegenüber. Kannst du mal ohne zu zeigen, wo du abgehst? Ja, schau ich nachher schnell. Ich bin bloß im Schlafkopf. Ja, aber ich habe mich gestellt, dass ich erwachte. Zum Aufstehen. Und dann bin ich irgendwie am Träumen. Ich kenne das auch noch, Träume. Und dann will ich einfach weiter träumen. Und dann habe ich gesagt, Und dann habe ich ihn irgendwie nicht gehört, weil ich träumt bin. Und dann irgendwann viel von ihnen verwachen so. Und dann ist so ein Tuch viel von ihnen. Fuck, in 15 Minuten hat die Bombe an. Ich habe 10-15 Minuten gehabt. Also nein, aber halt quasi wie von Tür bis zur Tür, also bis da draussen bin, dort angefahren bin. Von unten vom Parkhaus oben ins Fitness, ins Umkleiden, mich umgezogen haben. Dann im Sommer bin, habe ich 15 Minuten. Und ich bin am Viertelfach wach, ich bin am besten. Okay. Dann bin ich auf meiner Rakete, habe meine Fitnesssachen angelegt und meine Schuhe. Und dann, keine 3-4 Minuten später, bin ich im Auto reingekocht und richtig Fitness gefahren. Und dann bin ich halt. Nein, jetzt erstmal müssen wach werden. Für mentale Gesundheit ist so wichtig und es ist wichtig, dass man sich darum kümmert und dass man heranschaut und dass man nicht wegschaut. Und dass es, egal wie weh das es tut, egal wie schmerzhaft das ist, dass man sich darum kümmert. Die Problematik ist die ganze Zeit. Menschen befassen sich nicht mit sich selber, weil es schmerzhaft ist. Und sie wollen den Schmerz wegkommen. Weil ich auf die eine Seite verstehe. Aber manchmal muss man halt einfach durch den Schmerz durchgehen. Und sage ich auch, dass mein Partner, auch halt reflektiert ist, sich darum kümmern. Und wir können miteinander an sich schaffen, dass ein Mann weiß, was für Themen du hast, womit, wo auch wenn du schaffst und er offen dazu ist und mit dir, also selber auch an dir kann schaffen, weil ein Partner ist irgendwo drüber, ihr dann auch eine Unterstützung. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down.